Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Heute für mich aus Bonn von der German Speaker Association, von der Convention. Hier treffen sich all die, die dem Thema verliebt sind, Speaking und Training. Und über Skype zugeschaltet ist heute, und da bin ich ganz besonders stolz drauf, der Experte, wenn es rund um das Thema Facebook geht, um dort Wirkung zu machen. The one and only Elmar Rassi. Ich freue mich, dass du heute hier im Frank am Freitag bist. Hallo Elmar. Hallo Frank, freut mich. Schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Prima. Elmar, was hat sich verändert? Was ist wichtig? Haus raus. Bezogen jetzt auf was genau? Auf Facebook. Auf Facebook. Okay, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir jetzt die digitale Welt an sich betrachten, die ja unsere Welt revolutioniert hat. Die Technik heutzutage kann Dinge, die es früher gar nicht gab, zum Beispiel so eine einfache Skype-Verbindung wie jetzt, ja. Wo bist du gerade in? Ich bin gerade in Köln, in aber Köln? Das Gute ist, warte mal, ich schalte mal kurz um. Okay, so. Alles klar? Hallo? Ah! So, früher ging sowas nicht. Ja? Also, so, das ist das Erste. Ja? Okay. Aber wenn wir jetzt mal so Spaß beiseite nennen und kurz über Facebook sprechen, da möchte ich im Grunde das, was ich vor allem erkannt habe, einfach mal drei wesentliche Tipps mit auf den Weg geben, die über eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Facebook-Seite beziehungsweise einen ganzheitlichen Social-Media-Auftritt. Wie viele Fans hast du aktuell? Ja, es sind so circa 210.000 plus minus. Ja? 210.000. Aber vor allem geht es ja darum, wie viral so eine Seite ist. Und meine Beiträge durch die Teilungsrate erreichen so circa 2 bis 4 Millionen Menschen, immer im Schnitt, weil die einfach weitergegeben werden. 2 bis 4 Millionen. Genau. Und das ist übrigens der erste Tipp auch, direkt an die Zuschauer, virale Beiträge posten. Zum einen drosselt Facebook ganz stark. Wenn man das nicht viral macht, geht der Beitrag ziemlich schnell runter. Zum Zweiten, virale Beiträge, wenn die geteilt werden, spricht ja auch für die Qualität. Okay. Die unterhalten diesen Teilungswert und die Werbebotschaft schickt man dann ja mit. Die Leute teilen also den Inhalt und also die Werbebotschaft teilt sich mit. Ich lerne schnell, bitte teilt diesen Pfaff. Habe ich jetzt gelernt. Unbedingt. Call to action, teilen. Teilen und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, alle sind bei mir natürlich auch auf der Facebook-Seite willkommen. Elmar Rassi, Motivation und mehr, genau. Bist du eigentlich schon mal Fan meiner Seite? Ja, selbstverständlich. Cool. Selbstverständlich. Hat er nochmal Glück gehabt. Okay, also. Tipp Nummer 2. Seid nicht perfekt, nur echt. Viele versuchen da einfach klassische Marketing-Posting zu bringen, als würde man irgendwie ein Prospekt damit bedienen. Das funktioniert da nicht. Infotainment bzw. Entertainment ist das Wesentliche. Also da geht es darum, echt sein, menschlich sein, das funktioniert, wird angenommen und nicht irgendwo zu sehr neutral oder per se, ja, auf Distanz. Wirklich reingehen, lächeln, wir sind alle Menschen und wir mögen es, wenn der Kontakt locker ist. Und ich finde, durch Facebook ist es grundsätzlich um einiges lockerer geworden und das ist auch genau, glaube ich, auch die Zukunft. Weg von diesem altmodischen auf Distanz, rein in das Menschliche und das kommt gut an. Und, bitte? Ja, auch rein. Okay. Tipp Nummer 3 und das ist auch etwas, viral hatten wir, hatten die Echtheit und vor allem versucht auch kontinuierlich ein Programm zu generieren. Nur dann wächst man. Genau, nicht immer so die Beiträge an sich wiederholen, man kann das ab und zu mal machen nach längerer Zeit. Vor allem geht es darum, eine Kontinuität reinzubringen. Denn egal ob YouTube oder Facebook, umso öfter, regelmäßiger man postet, aber zu oft dann auch nicht, dann wird man auch bestraft, gedrosselt, sondern ich würde sagen, Minimum aber 2-mal pro Tag, idealerweise Bilder, die teilen sich mehr. Und wenn man das kontinuierlich guten Content bringt und schaut, was teilt sich, was nicht, dann wird man automatisch Stück für Stück nicht nur erfahrener, sondern man sieht, was funktioniert, was nicht, sondern man wächst auch mehr, weil man immer mehr Wellen schlägt und umso mehr Wellen man schlägt, umso weiter kommt das und umso größer ist dann die Reichweite. Und es gibt im Grunde aus meiner Sicht, es gibt nur eine Marketingmethode, die richtig gut funktioniert, vor allem im Professional-Bereich, indem wir guten Content produzieren. Das ist die beste Marketingstrategie, die man machen kann. Man sagt den Leuten, was zu tun ist und wenn die ganz konkret wissen wollen, wie zu tun ist, dann kommt euer Business ins Spiel. Okay. Elmar, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Herzlich und ich bin überzeugt davon, es liegt jetzt daran, wendet es an. Kontakte über Elmar oder über mich. Ich sage ciao, bis nächste Woche Freitag und Elmar, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ciao, ich auch. Vielen Dank. Erfolg. Tschüss. Ciao.